Hallo, heute ist ein ausgezeichneter Tag für Geburtstagsgeschenke. So, und hier steht irgendwo Dauerwerbesendung, weil vielleicht die Chance ist ziemlich gering, ihr das eine oder andere sehen könntet, was ihr euch vielleicht kaufen könntet, wenn ihr wolltet. So, wird für euch ein bisschen schwierig, weil das meiste Secondhand ist. So, hinter der Kamera ist das Geburtstagskind. Das ehemalige Geburtstagskind. Das ehemalige Geburtstagskind. Meine Sina ist nämlich dieses Jahr 33 geworden und das wollten wir natürlich feiern. Und wie könnte man das besser feiern als mit einem Raubzug durch die ganzen Secondhand-Läden hier? Also, was heißt die ganzen? Es waren zwei oder drei. Ja, deswegen aber auch die Geburtstagstasse. Zeig sie. Ja. Ta-ta-ta-ta. Ihr habt sie vielleicht schon mal gesehen. Die haben wir ja letztes Jahr auf dem Flohmarkt erstanden. Aber es ist so selten Geburtstag, also entweder Emmy, Sina oder ich, dass wir sie natürlich dann jetzt heute auch mal wieder aus dem Schrank gepult haben. Nein, aber jetzt ganz ehrlich, ich finde, man kann sie auch so nehmen. Man hat, ja, alles Gute zum Nicht-Geburtstag halt. Außerdem, sind wir Alice-Fans oder nicht? Sind wir ehrlich, wenn man morgens wieder wach wird, nachdem man geschlafen hat, ist das doch eigentlich auch ein kleiner Geburtstag oder nicht? Ich sehe das einfach mal so. Ja, man ist letztlich wiedergeboren. Man kann alles so drehen und wenden, wie man will. Die Spinne, die ihr da hinten seht, gewöhnt euch nicht an sie. Sie geht nämlich wieder zu dem Schenker zurück. Aber ich ekel mich so sehr, ich kann nicht hingucken. Guck mal, jetzt so schöne rote Augen. Oh, ich hasse es. Oh, ich ekel mich so sehr, als ich sie gesehen habe. Kommt Emmy gleich. Habe ich nur gesagt zu meiner kleinen Emma. Möchtest du das haben? Weil ich konnte nicht reingreifen. Ich habe mich so schon geekelt. Ich konnte nicht reingreifen. Emmy musste sie rausholen. Hat sie gerne gemacht. So, und die Spinne geht wieder zurück zu meiner Tante. Die hat sie nämlich dazugelegt zum Geburtstagsgeschenk, weil sie dachte, uns damit eine Freude zu machen. Genau, und mein Onkel wollte die eigentlich haben. Dein Onkel. Ach ja, dein Onkel, mein Schwager natürlich, wollte sie sich eigentlich ans Regal machen. Meine Schwester hat die gleich einkassiert, weil sie ja weiß, dass wir absolute Halloween-Fans sind. Ich habe sie jetzt aber nochmal aufgeklärt und habe nochmal gesagt, Moni, du weißt es doch. Es sind dieses Kinder-Halloween, das ist süß, das ist niedlich, das ist nicht so super gruselig. Eine Freundin von mir hat sich eine Hexe gekauft, die auch so Licht- und Soundgeräusche macht. Die sieht so gruselig aus, also vor der hätte ich echt Angst, die wollte ich mir nicht hinhängen. Sie findet die total niedlich, also so verschieden sind halt die Geschmäcker. Ja, so, bevor wir weitermachen. Es gab gestern einen kleinen Chemieunfall bei uns. Also seid etwas nachsichtig mit meinen Haaren. Ich habe gestern, ich hatte mir nämlich eigentlich überlegt, ich wollte nicht so ganz dunkelbraun sein. Ich wollte eigentlich lieber ein bisschen heller wieder werden, so Karamell. Und dann sind wir auf die pfiffige Idee gekommen. Ach, wir haben da doch noch aus der Zeit, aus der Blondie-Zeit, haben wir doch noch eine Packung Sahara Blonde. Ja, haben wir dann ausprobiert und es hat nur den Ergebnis Ansatz war nicht gefärbt. So schön. Deswegen wurde jetzt gerade mit Lidschatten ein bisschen nachgeholfen. Ganz genau, Sina war da findig und hat ein bisschen Maler bei mir gespielt. Das mache ich ja auch, wenn bei meinen schwarzen Haaren ein Ansatz ist. Genau, ich hatte gesagt, okay, die Alternative wäre jetzt eine Perücke. Haben wir ja, könnte ich aufsetzen. Oder aber ich setze die schöne Pudelmütze auf. Kapitänsmütze haben wir leider nicht. Das hätte vielleicht noch ein bisschen gepasst. Also wir haben noch Cowboy-Hüte in allen möglichen schillernden Farben. In Perlmutt, in allen möglichen Farben. Wir haben echten Stetson auch. Ich hätte einen Zaubererhut aufgesetzt, hätte aber jetzt hierzu nicht gepasst. Ist egal, da müsst ihr mich heute eben mal so ertragen. Aber ich glaube, man sieht es auch gar nicht wirklich. Ich hoffe es. Wir hoffen es jetzt einfach mal. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Man ist halt nicht immer. Ihr wisst es. Wir werden danach vielleicht noch ein Subvideo abdrehen. Genau. Da kommt das Buch, was wir euch gleich zeigen, wird da nochmal drin sein. Also, dann wisst ihr, seid nachsichtig. Und es gibt noch eine Rezension, die wir vielleicht abdrehen heute. Also drei Videos, bei denen vielleicht der Ansatz so scheiße aussieht. Aber wir haben schon die Farbe da. Ja. Ist nur jetzt gleich wieder Farbe draufpacken und die Haare sind so angegriffen von dem Blond. Also jetzt ganz ehrlich, ihr könnt es hier jetzt vielleicht nicht so sehen. Ich will jetzt auch nicht so ziehen. Ist egal. Auf alle Fälle sind die Haare ja teilweise auf eine Länge von so abgebrochen durch diese ganze blöde Scheißblondiererei.
dieses ganz helle Blond. Oh, ich bin so froh. Bei mir hört es jetzt auf, dass ich pische, falls die Haare in der Hand oder habe, dass man mit der Bürste durchgeht und es macht krr, 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 wenn ihr das kennt. Also es verbessert sich. Und ich will mein, naja, Glück im Unglück jetzt nicht noch überstrapazieren. Darum warte ich jetzt noch so ein, zwei Tage, bevor ich jetzt wieder Farbe drauf mache. Also jetzt, Leute, ich habe immer gedacht, meine Haare können alles ertragen. Ja, das war auch ein bisschen viel, ne? Aber Platinblond, vergesst es. Meine Haare haben gesagt, nein, das kannst du uns nicht antun mit diesem geständigen Silbershampoo. Die sind mir so kaputt gegangen. Es ist echt grausig. Ich habe heute gedacht, oh, sie bekommen vielleicht wieder ein bisschen Fülle. Das ist ganz übel. Naja, egal. Aber bei mir fällt es nicht ins Gewicht. Genau. Ich bin ja die weniger gut ausgestattet ist diesbezüglich. So und jetzt fangen wir einfach an. Ja, es gab einen Raubzug durch die ganzen Secondhand-Läden. Mit den meisten Leuten habe ich vereinbart, dass ich keine Geschenke haben will und auch keine Geschenke mache. Also ich mache Geschenke, aber nur, wenn ich etwas sehe und an den Menschen denke und sage, hey, das braucht derjenige. Oder praktische Geschenke, weil jemand tatsächlich gerade etwas wirklich braucht. So sind wir immer noch auf der Suche nach einer Schreckfigur. Eine Zeit lang sind uns die ständig begegnet auf den Flohmärkten und so weiter. Eine Freundin von uns soll die noch bekommen für ihren kleinen Sumpf. Da hat sie ihre fleischfressenden Pflanzen drin. Und bis jetzt ist uns noch keiner wieder über den Weg gelaufen. Gut, wir haben eine Schreckfigur, haben wir. Ja, aber dafür lohnt es sich nicht, ein Paket nach Österreich zu schicken. Und ich will einen ganz bestimmten Schreck für sie. Nee, einen Schreck haben wir. Wir brauchen noch eine Fiona. Wir beide. Wir brauchen also zweifach, weil wir haben auch keine Fiona. Genau, die haben wir auch nicht mehr. Ja, und wir einen Esel bräuchten wir vielleicht noch für sie. Und aber, die hätten wir ganz gerne. Aber für ein Ding lohnt es sich halt nicht. Genau. So, und die Klamotten sind alle kleiner, als ich es bin. Ihr seht es auch schon, Marc, diese Jacke ist ein neuer Fund, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu dem Thema, warum noch nicht vor der Kamera? Weil ich einfach in dem Herbst, Winter kam meine Essstörung zurück. Sie war wieder extrem da. Dann kam auch noch Weihnachten. Da habe ich gedacht, jetzt lohnt es sich auch nicht wieder an der Essstörung zu arbeiten. Und wer will das alles essen in one meal a day, wenn man doch Weihnachten hat? Und da kann man noch mal richtig zulegen. Und dann haben wir eine neue Fritteuse bekommen. Und Silvester, und das sind ja auch alles so die Zeiten, wo man Bilanz macht. Da möchte man dann auch nicht noch sich mit irgendwas anderem belasten. Da ist man schon seelisch genug belastet. Nein, also Weihnachten, Silvester sind ja nie meine Tage. Ich mag das Feuerwerk, das war dieses Jahr aber auch scheiße. Es war total neblig. Oh, es war furchtbar, man konnte nichts sehen, es war knallerlaut. Also so laut waren sie die letzten Jahre nicht. Ich frage mich, warum, vielleicht sind meine... Nee, das war extrem. Ist mein Gehör auch besser. Aber sogar Emma war dieses Jahr, die sonst immer... mit auf der Terrasse ist und sich und Feuerwerk das null ausmacht. Ich habe sie nur reingebracht, weil es viel zu laut war. Ja. Also es war dieses Jahr echt schauderhaft. Und man hat nichts gesehen und nach 10 Minuten war alles so verraucht. Da hat man gar nichts mehr gesehen. Also es war und man kriegte schlecht Luft. Ja, es war also dieses Jahr nicht würdig. Ja. Aber es ist so, ja, jetzt kam noch der Geburtstag. Das sind alles 3 Tage, wo man Bilanz zieht und wo man sich mit seinem Leben auseinandersetzt. Jetzt habe ich es hinter mir, jetzt kann ich auch wieder alles in Angriff nehmen. Nein, aber ich bin... Ja, dazu kommt es ja noch. Heute zum Beispiel den ganzen Tag ist es nicht richtig hell geworden und so weiter. Das ist einfach auch keine gute Jahreszeit. Mhm. Ich bin jedenfalls wieder auf dem besten Weg. Ich habe die Essstörung jetzt wieder einigermaßen unter die Knute gekriegt. Toi, toi, toi. Und genau. Ja, so. Und deswegen, die fallen alle bis auf der Minimaus-Pulli sehr klein aus, weil ich einfach, diese kleinen Größen haben will. Ich liebe Mode, wenn sie in klein... Ich mag es nun mal für mich persönlich am liebsten leiden, wenn es ganz tiny ist und wenn ich auch Größe 36, 38 shoppen kann. Das ist halt das, womit ich mich wohlfühle. Und was mir natürlich auch eingegeben wurde und so weiter, wollen wir ja gar nicht drüber reden. Wir haben ja auch über Body Positivity lang genug geredet, aber für mich persönlich weiß ich, ich komme nicht darum herum, es so zu sehen, dass ich doch
ziemlich bin, dass ich sage, Kleiderständer sehen gut aus. Ja. Punkt. Und da ich einen Modetick habe, ist es für mich halt wirklich, dass ich mit Übergrößen nichts anfangen kann. Dann habe ich auch keinen Bock, mich zu stylen oder... Nee, dann gefällt es mir nicht. Dann gucke ich in den Spiegel und sage, nee. Ja, und so bin bei ich... Bei anderen mag ich es teilweise, aber bei mir nicht. Bin ich zum Nutznießer dieser unerfreulichen Tatsache geworden. Ja, ihr wisst es, wir haben einen gemeinsamen Kleiderschrank. Genau. Wir teilen uns die Sachen. Und ja, jetzt kommt die große, große Show. Was habe ich jetzt denn? Jetzt kommt die große Show. Was also. Habe ich denn Neues im Kleiderschrank? Ja. Zum einen diese Jacke. Und ich muss sagen, ich bin so verknallt in diese Jacke. Das ist genau das, was ich schon immer haben wollte. Und ich habe noch nie irgendwo, ich habe auch zu Sina gesagt, oh, wo willst du das denn hier kriegen? Wir sind jetzt ja nicht in Hamburg oder Berlin oder München, wo die Leute vielleicht ein bisschen ausgefallener rumlaufen. Ja, und eigentlich waren wir schon fast mit unserem Einkauf in dem Laden fertig und dann haben wir diese Jacke gesehen. Wir waren auch relativ enttäuscht, ja, weil, war nicht viel. Weil da war so eine Tigerhose hinten, aber das war Größe 34. Da und will ich habe gesagt, da will ich nicht hin, da will ich auch persönlich nicht hin, das ist mir dann wirklich zu tiny. Und die war schick, die war richtig schick, aber das ging nicht. Jacke gesehen. Oh, habe ich gedacht, das ist die Jacke aller Jacken. Ja, und die haben wir dann Gott sei Dank auch abschleppen können. Ja, und sogar nochmal zur Hälfte des Preises. Ja, das war übrigens der Hammer. Das war nochmal so ein kleines Geburtstagsgeschenk für Sina extra. Sonst hätten wir, uns ist auf alle Fälle nochmal überlegt. Aber es waren alle Mäntel, Jacken, Westen, waren um die Hälfte reduziert. Ja, und somit sind wir sehr günstig an diese Schätzchen gekommen. Ja, ich werde es euch auch sagen, wie viel es gekostet hat uns. 9 Euro. Ja, wir haben sie für 9 Euro geschnappt. Und ich finde, sie ist einfach, sie ist eine Schönheit. Und ich bin mehr als glücklich mit ihr. Seit 2005 renne ich hinter diesen Jacken her und habe keine gehabt. Ich weiß nicht, ihr kennt ja vielleicht diese Band, die Dirty Pretty Things. Und die hatten mal ein, oder waren sie zu der Zeit die Libertines? Es sind zwei unterschiedliche Bands. Ich weiß, es ist beides Macabre. Genau, ich weiß das. Aber ich glaube, es war von den Libertines ein Video und nicht von Dirty Pretty Things. Ja. Und da haben Don't wir, look back into the sun. Ja, und da haben die ja so rote Uniformjacken an. Und ich habe gedacht, oh, und ich mochte ja damals auch Adam Ant und diese Sachen. Ich stehe da total drauf. Wir können es euch leider unten nicht verlinken. Hatte leider das Problem, weil... YouTube da ein bisschen nörgelig ist, wenn wir Musik verlinken. Wegen GEMA und so, auch wenn wir es nur verlinken. Genau. Aber es ist ziemlich, diese roten Jacken sind ziemlich geil. Und Adam Ant ist auch ziemlich geil. Richtig geil sogar. Ja, das ist halt so unsere... Genau, also das war jedenfalls das absolute Highlight. Jedenfalls, ich finde... Ich bin mega glücklich damit. Die Jacke ist total leicht. Ich habe hier schon so eine ähnliche, aber das ist mehr so im Marinisch-Stil. Und die hier, die Sina sagte, Zirkus-Stil. Okay. Ja, du hast gefragt, was ist denn das hier jetzt eigentlich für ein Stil? Und habe ich gesagt, Zirkus. Ja, ich hatte eigentlich mehr an Uniform gedacht. Aber gut, es ist mir egal, wie das Kind heißt oder die Jacke in diesem Fall. Ich bin jedenfalls mega glücklich damit. Willkommen in der Manege. Ja, Manege frei. Wir haben hier nur einen Dudellöwen. So, dann kommen wir zu diesem Pulli. Ja. Und das ist total witzig gewesen. Den haben wir von meiner Schwester bekommen. Ich hatte einen Tag vorher nämlich noch zu Sina gesagt, ich glaube, ich hole meine kleine pinkfarbene Mickey Maus wieder raus. Irgendwie fehlt die im Regal. Also Mini. Ja, Mini Maus. Irgendwie fehlt die im Regal. Und dann... Ja, kriegen wir am nächsten Tag eine Minimaus geschenkt. Und da sagt einer, es gibt keinen Zufall. Ja, und das ist etwas sehr Hübsches. Das hat Sina sich geholt. Jetzt im Winter, sehr schön. Ich habe sie seht so, es. Ja, und ich habe sie sogar schon ausgeführt. Ja, und ich habe die heute jetzt das erste Mal Probe aufgehabt eben. Und ich habe gesagt, oh, eigentlich sehr angenehm. Habe ich in der Kinderabteilung gefunden. Wo auch sonst. Wo auch sonst. Ja, wenn, dann gucken wir überall. So, was ich liebe die Kinderabteilung. Okay, das ist jetzt diese Sachen werden groß. Relativ langweilig. Das ist halt ein Basic-Pulli in Rot. Ja, der ziemlich klein ausfällt. Also ich mag es ja nicht, wenn dieses Stretch dann überstretched wird, aber fällt ziemlich klein aus für L. So,
So, und dann haben wir hier nochmal eine Jacke. In meiner Lieblingsfarbe Pink. Pink. Also das ist nichts Besonderes. Das ist eine reine Gammeljacke von Esprit. Einfach. Von Esprit, das müssen wir jetzt nochmal schnell raushängen lassen. Ja, es ist halt wirklich, Ma hat ein paar Mal gesagt, brauchst du die? Und ich habe gesagt, ja, es ist Pink. Und es ist von Esprit, der Stoff fühlt sich toll an. Ja, obwohl es eigentlich ja nicht unbedingt das ist, was wir noch einkaufen wollen, weil von diesen Sachen haben wir genug, aber es ist Pink. So, und jetzt zeige ich euch dieses Kleid. Es sieht vielleicht ein ganz, ganz, weißt du, von wem das ist? Von Pussy Deluxe. Ja, und ich sehe gerade, ihr könnt auch das Preisschild dran. Es ist 5 Euro, wie ihr sehen könnt. Das kannst du aber auch mal abreißen, das Preisschild. Ja, das mache ich dann gleich mal. So, und ihr seht, dass das hier sehr, sehr gerade geschnitten ist. Und ich habe gedacht, okay, das ist ein super Kleid, so im Stil der Flapper. Ich mag die 20er ja auch total gerne. Okay, aber dafür hätte das eigentlich noch ein Stückchen tiefer gemusst, aber sei es drum. Also es ist jetzt nicht... Es sieht aber gut aus, Ma hat es an sich gut aus. Es ist jetzt nicht figurbetont. Ja, so. Aber ich hatte nämlich gesagt, ist das nicht ein bisschen zu groß, weil es eine große Größe ist. Aber Ma hat gesagt, wenn es richtig runterhängt, sieht es gut aus. Und sie hatte recht, es sieht gut aus, wenn es runterhängt. Ja, es bewegt sich halt total schön. So, und das ist auch eine Jacke. Sind ihr seht, ehrlich? Das ist auch in diesem Stil, auch Richtung Zirkus und oder Rosenresli, wie man möchte. Ich bin so verliebt in diese Jacke. Das war der erste Fund an dem Tag. Echt der Hammer. Die hatten sie runtergesetzt in einem anderen Secondhand-Shop auf 5 Euro. Ja. Und ich war so begeistert von dieser Jacke. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich halt Zirkus liebe. Ich bin ja nicht so der Typ für Blumenmuster. Also nicht wirklich so Zirkus, aber die Jacke sieht toll aus. Vor allen Dingen im Kontrast zu meinen schwarzen Haaren. Da finde ich schwarz bei schwarz. Gothic, was ich ja nicht bin, aber sympathisiere mit. Aber egal, jedenfalls ist es mir dann zu dunkel, aber damit gibt es einen schönen Kontrast und ich finde die Jacke einfach toll und sie ist außergewöhnlich und ich liebe außergewöhnliche Sachen, also es ist außergewöhnlich. Und ich stehe ja total auch auf Westen und diese schöne Weste, die hat einen Wahnsinnsstoff, die fühlt sich unglaublich gut an. Die haben wir dann auch in diesem Secondhand, wo wir diese Jacke gekauft haben, also auch zur Hälfte bekommen. Ja. Als ich nämlich an die Kasse gegangen bin, hat er zu mir gesagt, also das Schild hier 24,95, das könnt ihr vergessen. Die hat 3 Euro gekostet und im Grunde genommen ja nur 1,50. Ja, und da sagte er halt, Westen gehören auch mit dazu. Und da war haben wir gesagt, danke. Dankeschön. So, dann mussten 3 Stofftiere mit. Ja. Das ist das Problem, wenn man Secondhand geht. Stofftier Nummer 1. Ihr kennt ihn, Krümelmonsterchen. Genau, und das war eine Bestellung beim Universum, mehr oder minder, weil wir waren noch ein paar Tage vorher, waren wir in einem Spielzeuggeschäft mal wieder. Ihr wisst, wir und Spielzeug. Und da gibt es im Moment so große Krümelmonsterpuppen. Und ich habe gesagt, oh, Krümelmonster. Die sprechen, glaube ich, sogar, ne? Irgendwas macht er, aber keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gedacht, so ein Krümelmonster hättest du auch gerne. Und schwuppdiwupp war da ein kleines Krümelmonster. Und Elmo noch dazu. Elmo musste dann halt mit. Der hat dann gesagt, du kannst nicht nur meinen Freund hier entführen, Elmo auch mit. Und wie gut, dass Emmy das jetzt nicht sieht, weil aber, die ist ganz hinter gerade dem Krümelmonster. Aber witzigerweise, ich war nie Sesamstraße-Fan. Ich hatte mal einen Oscar und ich will auch wieder einen Oscar haben. Ich hatte einen aus Plastik, einen relativ hoch. Jetzt aber damit? Also die für Kinder hoch. Jetzt gesehen? Lass doch erst noch Dings. Wir sind doch noch nicht mit der Sesamstraße fertig. Also. So, jedenfalls die Sesamstraße, ich war nie Fan davon, aber seitdem ich mich so bunt kleide, sage ich ja immer spaßhaft, ich sehe aus wie von der Sesamstraße. Und seitdem begegnet mir die Sesamstraße. Wir haben einen Sesamstraßenhocker, den hatte ich euch ja mal gezeigt, bei Frage, wie kriegt man Flecken raus, wenn man nicht weiß, was für Flecken es sind, den hatten wir geschenkt bekommen. War der geschenkt? Ja, er stand bei eBay Kleinanzeigen als verschenkt.
zu verschenken drin und dann haben wir ihn auch als Geschenk bekommen. Ja, ja, dann wollte sie im Nachhinein 5 Euro haben, dann haben wir gesagt, aber es steht bei geschenkt und dann hat sie gesagt, ja, Entschuldigung, falsch eingestellt, aber dann können sie ihn haben. Dann hatten wir ja ein Geschenk. Jedenfalls haben wir einen Hocker von der Sesamstraße und jetzt das. Und in dem einen Secondhand hatten sie jetzt tatsächlich auch einen Oscar-Rucksack, den ich mir aber nicht geholt habe, weil der hässlich war. Leider. Der war nicht schön. Der war einfach nicht schön. Ich weiß nicht, das war mit irgendeiner Firma zusammen. Puma oder so. Wenn ich ihn finde, packe ich euch unten den Link rein. Puma Oscar. Also ob ihr es glaubt oder nicht, das erste Mal, dass ich mit der Sesamstraße in Berührung kam, war per Schallplatte. Und da war es noch die Sesame Street. Und damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab die noch, die Sesamstraße in Deutschland noch gar nicht als, ja, die Sesamstraße noch nicht. Es gab nur die Sesame Street und ja, mein damaliger Freund, der hatte halt eine LP von der Sesame Street und das fand ich total witzig. Ich mag ja so alberne Musik ganz gerne. Ja, und von daher, da bin ich das erstmal auf die Sesamstraße aufmerksam geworden. Ja, und ich bin ein Fossil. Ich habe jetzt auch viel über die Sesamstraße, über die Geschichte der Sesamstraße, wie sie sich entwickelt hat und so weiter gehört. Und irgendwie, ich ziehe sie die Sesamstraße an, warum auch immer. Ja, jetzt haben wir sie. Seitdem ich mich so anziehe, kommt sie zu mir. So, und hier haben wir ihn auch. Er war auch da in diesem Korb. Und den konnte man natürlich auf gar keinen Fall da stehen lassen. Wir haben ja schon einen Vampir-Garfield. Sina, kannst du den vielleicht einmal nochmal holen? Der leuchten, also nachtleuchtende Augen hat. Ihr wisst ja, ich habe ja diesen Nachtleuchttick. Und ja, der ist total kuschelig und süß. Der musste natürlich auch mit. So, und jetzt zeige ich euch nochmal meinen Nachtleucht-Garfield. Sina muss ihn jetzt gerade von seinem Platz holen. Den haben wir auch tatsächlich geschenkt bekommen. Gucken wir, ob es sich scharf stellt. Nee. War der geschenkt? Ja, der war den geschenkt. Haben wir geschenkt bekommen. Ich hatte nämlich den bei eBay Kleinanzeigen, hatte ich Asterix und Obelix. Ganz super günstig gekauft, diese großen Figuren. Und der Herr, der den hatte, der hatte hier auch noch Dings und dann fragte, wollen Sie denn nicht noch irgendwie was anderes haben? Ich habe gesagt, ja, eigentlich den hier, an dem hätte ich Interesse, aber Sie verkaufen ja nur dieses ganze Garfield-Paket. Und da sagt er, wissen Sie was, ich schenke Ihnen den. Beziehungsweise ihrer Tochter, die unsichtbar war, weil sie im Auto gewartet hatte. Ja, und so sind wir halt an den auch noch gekommen. Ja, unsere Stofftiere. Ja. Sie werden immer mehr. Ja, und ich muss sagen, ich liebe Stofftiere und ich habe, ich hätte es nicht geglaubt, ich hätte niemals damit... Ich kriege aber damit, immer Mecker, wenn ich mir eins abstelle. Ja, aber ja, wenn es so No-Name-Stofftiere sind, aber nicht, wenn es wirklich Dings sind. Und letztes Jahr habe ich eine Elsa-Stoffpuppe bekommen. Und ich muss sagen, dass ich nie einen Hang hatte dazu, irgendwas nachts im Arm zu haben oder so. Und falls ihr euch fragt, wir haben die Schwester auch. Ja, Elsa und Anna. Wir haben Elsa und Anna. Und seltsamerweise, aber nur Elsa wird tatsächlich nicht aus dem Bett gekickt. Ja. Ich schaffe es immer wieder, sie mir nachts zu greifen und sie an mich zu drücken. Ich frage mich, was ich mit dieser Puppe habe. Ich habe aber ihr Genick angenäht. Damit es klappte sonst immer so nach hinten. Du willst jetzt nicht Prinzessin Schiefhals holen. Doch, ich hole Prinzessin Schiefhals. Und bring die andere auch mit, falls du die da hast. So. Tja, jetzt kennt ihr unsere Geheimnisse. Sina hat eine Elsa-Puppe. Und für mich war eigentlich Anna. Aber. Da, Elsa und Anna. So süß und hübsch ich die beiden finde. So. Und ihr seht sie und sie. Hat jemand den Hang? Ich habe schon gesagt, wir müssen eine OP machen. Ihr irgendwas, aber ich glaube, ich nähe das nochmal. Wir müssen es hier nochmal festnähen, Sina. Da. Dann geht's, glaube ich. Die kosten, glaube ich, 39 Euro, die Einzelpuppe. Ja. Wir haben sie beide zusammen für 7 gekriegt. Ja.
Und ich bin total begeistert. Ich hätte es nie geglaubt. Ich hatte es nie, nie, nie geglaubt, dass ich so begeistert sein könnte von Stoffpuppen. Aber ich bin es sie tatsächlich. Sie fühlen sich gut an. Ja, obwohl das Kleid von ihr echt kratzig ist, knitterig und so weiter. Aber Elsa, Anna fliegt wirklich raus. Das typische Problem mit Stofftieren oder Stoffpuppen, aber nicht Elsa. Ich habe ja jahrelang so einen großen IA gehabt von Winnie Pooh. Meiner. Ja, es war eigentlich Sinas. Aber wie ihr ja gerade erfahren habt, schmeiße ich die Stofftiere raus und kann es nicht haben, wenn welche im Bett sind. Und außerdem hatte Sina ja nie so den Dreh dazu, also habe ich den übernommen. Und du hast dann, glaube ich, Ferkel gekriegt, ne, als Ersatz. Nee, du hattest dir Ferkel geholt, aber mit Ferkel konntest du nichts anfangen. Genau. Aber der IA war sogar mit dem Disney-Net, den habe ich da sogar mit hin transportiert. Ja, habe ich. Naja, und wir haben was haben wir noch? Wir haben sogar den Bär aus dem großen blauen Haus. Ja, so groß. Ja, das ist ein Thema Stofftiere. Ich weiß, es ist doof, aber ich kann diese bekannten Figuren einfach nicht stehen lassen, wenn ich sie sehe. Es geht nicht. Ich habe sogar eine Paddington-Bär-Wärmflasche. Also so ein Paddington-Bär, wo man so eine kleine Wärmflasche reinmachen kann. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den zum Rucksack mache. Ja, ja, ich weiß. Also ich denke mal, wir werden ihn auch zum Rucksack umfunktionieren. Aber jetzt genug hier von diesem... Du musst noch meinen Rucksack dann zeigen. Ach so, ja. Aber jetzt nehme ich das erstmal weg. Duck, duck, duck. Hier kommt jetzt da vorne hin. Ja, das sind jedenfalls die Beute gewesen. Flieger auch. Die Beute aus den Second-Hand-Läden. Und ich liebe es einfach, weil man nie weiß, was man da gerade sieht, was man findet. Weil es halt nicht mit der Mode geht, sondern... nach dem Zufallsprinzip, was man findet. Und unsere Freunde wissen ja auch, dass sie uns am besten oder die größte Freude machen können mit Spielzeug und von daher Spielzeug und Klamotten. Schöne Geschenke diesbezüglich. So, und das hier war ein Geschenk vom Universum. Wir haben dann natürlich auch gleich noch einen Zug durch die Tauschregale gemacht. Und dieses Buch ist der Knaller. Es heißt Romantische Gartenreisen in England von einer Anja Birne zu Besuch in den schönsten Gärten mit den besten Geheimtipps und mit 30 Rezepten zum Afternoon Tea. Fünf Minuten später, Leute. Schaut euch das an. 5 Minuten später und es wäre weg gewesen, weil da wieder eine Frau stand, die die ganzen Bücher abgescannt hat und naja. So, aber ich habe es ihr weggeschnappt. Diese direkt vor der Nase. Und was ich auch ganz toll finde, ich darf euch ja leider nicht so viel zeigen, sonst würde ich das natürlich tun, aber ihr habt dann hier zum Beispiel noch richtig schöne Rezepte. Es ist mega hammergeil, ist aber richtig, wir werden es euch auch nochmal zeigen toll. Im Dings, in dem Subaufbau-Video. Ja. Dann zeigen wir es. Aber es ist so der Knaller, ja. Also Tauschregal. Für also da freue ich mich auch drauf, das werde ich auch tatsächlich lesen, das ist nicht nur etwas, was man... sich irgendwo hinstellt. Es ist wunderschön. Es ist richtig, richtig toll. Also ich bin mega verliebt in das Buch. Und es war wirklich ein Geschenk vom Universum. 5 Minuten später und diese Frau, die alle Bücher abgescannt hätte, wäre da angelangt. Aber... Sina hat unten angefangen. Nein, wir waren auch gerade bei dem gleichen Ding. Und weil das drauf lag auf allen Büchern, hat sie es wahrscheinlich nicht gesehen. So. Keine Ahnung. Ich war jedenfalls noch bei der Post zu der Zeit. Ich war nämlich wirklich, ich war mega begeistert, dass ich das abgeschnappt habe. Und das war ein wirkliches Geschenk vom Universum. Mein Rucksack. Dein Rucksack, dann erst dein Rucksack. So, das ist Sinas neuer Rucksack. Den hat sie von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen. Ist der wohl pretty? Und vor allen Dingen, er glitzert. Wie verrückt. Sina hatte ihn dann auch erst ins Regal gestellt. Ja, ich liebe diesen Rucksack. Ich finde ihn wunderschön. Ja, ich weiß, es ist ein Kinderrucksack und so weiter. Aber ich kann an Disney schlecht vorbeigehen. Und beziehungsweise ich kann schlecht an Sachen, die ich kenne, vorbeigehen. Und ich kann ganz, ganz schlecht an Sachen vorbeigehen, die Disney sind. Und ich liebe Rucksäcke. Und wir haben ja auch eine Freundin, die ja ab und zu mal in England ist und die hatte uns jetzt Figuren mitgebracht, so groß. Und sie hatte mir eine Kanne mitgebracht, vielleicht zeige ich euch die irgendwann mal, wenn ihr die sehen möchtet, die wie eine Burg ist. Also ihr seht schon, wir bekommen halt Kichi. Ja, und das wird auch
noch ausgebaut. Ja. Wir sind wirklich am Überlegen, wie wir euch unsere Freude daran noch näher bringen können. Genau, und vielleicht stecken wir euch ja auch an und dann habt ihr auch Stofftierfreunde und so weiter. Weil ja. Ich liebe diesen freakigen Lebensstil, kann man sagen. Alles ja. Außer langweilig. Ich finde es so schade, wenn man Mode oder so eingibt, dass man im Moment nur das Gleiche kriegt, auch bei Pinterest. Man gibt sogar irgendwie sowas ein wie Geek-Mode und man kriegt diesen langweiligen Schlitterbang. Und ich bin da mehr so diejenige, die liebt die ganzen Subkulturen, die Modetrends aus den Subkulturen. Und das alles in einem Potpourri und ihr wisst, Disney-Bounding und so weiter. Naja, jedenfalls vor allen Dingen, aber auch Tassen und Zubehör und diese ganzen Sachen. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn es, also ich liebe Merchandise, kann man es so auf einen guten Punkt bringen. Ich liebe Merchandise und ich liebe alles, was super süß ist und ja, alles, was andere Leute kitschig ja, finden. Alles an Merchandising werden wir uns auch nicht hinstellen. Es gibt schon Sachen, die mögen wir ganz besonders. Wir haben sogar, Neo von der Matrix, obwohl wir beide nie die Matrix vollständig geguckt haben. Aber warum haben wir den wohl? Weil ich Keanu Reeves so schick finde. Und ich er sieht aber nicht aus wie Keanu Reeves. Von etwas weiter schon wieder. Also so ganz vom Nah sieht er nicht so unbedingt so aus, aber vom etwas weiter sieht er so. Also das ist eine Neo-Büste, die wir haben. Die stand jetzt in meinem Badezimmer, aber mysteriöserweise, wirklich mysteriöserweise, ja. ist der Kopf abgeplöppt. Warum auch immer. Sie ist noch intakt, also mit ein bisschen Heißkleber wurde sie jetzt wieder intakt gemacht. Ich weiß auch nicht, warum das aber passiert ist. Aber er hat einfach mit dem Plöpp den Kopf verloren. Ja. Was total dämlich ist, was nicht hätte sein können, aber er hat einfach tatsächlich den Kopf verloren. Vielleicht war der von Anfang an, wo wir ihn gekauft haben, nicht richtig fest. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich habe jedenfalls gestern, ne? Ja, gestern war in der Post dieses Buch. Nee, heute. Heute. Von Margaret Greiner und das Buch heißt Margaret Stoneborough Wittgenstein, Grande Dame der Wiener Moderne. So, über die Wittgensteins weiß ich eigentlich im Grunde genommen noch relativ gar nichts. So, und von daher bin ich sehr gespannt. Es hört sich schon sehr gut an. Ich lese euch das mal hinten vor. Die Lebensgeschichte Margaret Stoneborough Wittgensteins, die als klügste und kühnste Frau der Wiener Moderne gilt. In eine der reichsten Familien der Stadt hineingeboren, wirkte sie als Bauherrin, Intellektuelle, Saloniere. Vor allem aber verkörperte sie als selbstbestimmte Frau wie kaum eine andere den Aufbruch in eine neue Zeit. Und die Wiener Zeitung hat geschrieben, Klimt-Modell, Philosophenschwester und Wohltäterin. Ja, und das finde ich sehr, sehr interessant. Bin mal gespannt, was die Dame mir zu erzählen hat. Ja, also ja, da sind... Da habe ich jetzt auch gleich heute mit angefangen. Ich habe ja, also übrigens, Rechte beim Verlag. Natürlich. Ne? Und Rezensionsexemplare. Und ihr habt hier halt auch immer nochmal so Fotos. Aber mit der Wiener Gesellschaft kann ich persönlich im Moment noch gar nichts anfangen. Bis ja. So gut wie gar nicht. Ja, ich hatte ja schon ein Buch über Klimt gelesen und ja, so ein bisschen schon was aus dieser Wiener Szene. Elisabeth natürlich auch und von daher ja, bin ist ich ja sehr auch gespannt. Zeitgenossin, ne? Ja. Und Sacher, das gut, okay, geht ja alles so langsam, in diese Zeit rein. So langsam entschlüsselt sich's. Ich habe ja einmal Maler Werfel, Witwe im Wahn gelesen. Ich darf nicht so wackeln. Witwe im Wahn, übrigens gut, gutes Buch, gut geschrieben. Also für eine Biografie sehr, sehr gut. Was heißt für eine Biografie, ihr wisst, was ich meine. Naja, jedenfalls Witwe im Wahn. Und du hattest in diesen erfolgreichen Geschäftsfrauen über Anna, über die Sache. Anna Sacher? Ja, also ich habe ja auch jetzt über Sigmund Freud schon ziemlich viel gelesen und von daher war der kommt man so langsam rein. Nein. Doch. Sie müssen, also es gibt, glaube ich, Zeitüberschneidungen. Es muss Zeitüberschneidungen geben, ja. Weil Klimt hat eine Zeitüberschneidung mit Alma Mahler Werfel. Er war eine ihrer ersten Lieben. Zumindest Flirt und ich weiß nicht, Kuss. Ja gut, aber, ich bringe ihn jetzt zum Beispiel mit Elisabeth nicht auf eine Schiene. Ja, aber Klimt und Elisabeth habe ich auch so. Durch eine Doku auf einer Zeitschiene. Und Alma wiederum, deren Ehemann, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, weil ich war mehrfach verheiratet. Aber der Mann hat sich später dann bei Freud beklagt, weil die Ehe mit Alma
mies war. Und Nietzsche, und sie liefen da ja alle rum. Von daher, was ich immer gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Elisabeth, also Sissy, mit Queen Victoria zur gleichen Zeit waren. Die sind sich ja auch begegnet. Sie haben sich beide nicht sehr gemocht, aber ab und zu, wenn Sissy in England war, hat sie dann ja zwangsmäßig eine kleine Stippvisite bei Queen Victoria einlegen müssen. Aber das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Das, keine Ahnung, warum das so ist. Bei manchen Leuten weiß man das, aber bei anderen denkt man gar nicht, dass sie sich gekannt haben, getroffen haben oder dass sie überhaupt in einer Zeit waren. Ja, jedenfalls, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe angefangen, wie gesagt, ist jetzt am Anfang ein bisschen tückisch noch, weil ich diese von den Wittgensteins im Grunde genommen gar nichts weiß. Ja. Ja, und dann haben wir noch irgendwas zu erzählen. Ich persönlich lese jetzt nichts weiter, also nicht wirklich gerade. Ich bin gerade sehr in einer geistigen Umbruchphase. Ach. Ich habe ganz, ganz viel jetzt auch gesehen. Ich weiß, er ist umstritten von Jordan Peterson. Diese Videos hat mich sehr ins Denken gebracht, was nicht unbedingt immer gut ist. Nee. So, jedenfalls bin ich gerade sehr, sehr viel am Nachdenken in meinem Leben. Liegt ja auch mit Jahresende, ihr wisst es, und Geburtstag zu tun, habe ich euch ja gesagt. Und ja, deswegen bin ich jetzt gar nicht so weiter zum Lesen gekommen, weil irgendwie, wenn ich Freizeit hatte, war da so YouTube-Empfehlungen von irgendwelchen Petersen-Videos und habe ich mir die, glaube ich, alle, so ziemlich alle reingezischt. Also naja, gut, nicht wirklich alle, aber ziemlich viel davon. Oder lieber Elmo. Ich war wieder mal besessen von einer Sache. Elmo lieber? Nein, auch jetzt nicht. Gar nichts. Gut, dann geht's nur nicht. Neue Stofftiere, nur neue. Dann nicht. Aber was ich am... Ich zeig's euch einfach mal, weil es das hässlichste Teil ist, was wir haben. Was sagt sie da zu deinem Ding? Es ist das so hässlich. Es ist so hässlich. Seht ihr, wie sie sich das holen will? Nein, jetzt nicht. Nein, sie wird hier beobachtet. Nicht. Genau. Aber ist das nicht hässlich? Es ist nicht, so, die springt gleich hoch. Schauderlich hässlich. Hier, möchtest du es haben? Es ist ein ganz grausiges Seepferdchen. Komm hier. Egal. Naja. Egal. Emmy macht die Stofftiere nicht kaputt. Also in seltensten Fällen. Jetzt den einen Elefanten hat sie gemordet. Aber da habe ich auch eher Schuld dran gehabt. Weil du gezogen hast. Ja, und ich dachte, der Stoff hält länger. Aber ansonsten, sie macht nichts kaputt. Also nee. Das ist aber auch... Sie ist wirklich der perfekte Hund. Es ist auch wirklich so, wenn man irgendwo Leckerchen rumliegen hat oder so, wenn man da nicht da ist, sie holt sich die nicht. Nee. Nein. Oder auch wenn sie klaut, bringt sie uns die Packung vor die Füße. So aller, ich hätte jetzt gerne was. Und wenn sie ein Leckerchen haben will, macht sie Tauschgeschäfte mit uns auch. Das heißt, sie schleppt uns eins ihrer Stofftiere an, legt das vor uns ab und dann will sie entlohnt werden für diese Tat, ja. Ja, was wir gestern Abend noch gemacht haben, wir haben gestern Twilight geguckt. Oh ja. Ja, und es war ein sehr lustiger Abend, weil wir uns ein wenig auch darüber lustig gemacht haben. Ich mag das eh nicht leiden, wenn auf dem Film so ein Blaufilter liegt. Und oder grün oder was? Oder es war so ein komischer Filter drauf. Das heißt also, Edward hatte hier, diese Partie war meistens so leicht grünlich angelaufen, das sah nicht gesund aus. Und ja, irgendwie hat uns die ganze Ausstattung und so weiter nicht besonders gefallen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht warum, aber es ist uns damals gar nicht aufgefallen. Was für ein Stalker der ist. Genau. Ich fischte gerade noch nach einer guten Umschreibung. Es ist aber wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist creepy. Das ist richtig, richtig creepy. Normalerweise hätte sie ihre Beine in die Hand nehmen müssen und... So schnell weg wie irgendwo, überlegt euch das mal, er ist ja nachts in ihr Schlafzimmer, hat sie beobachtet beim Schlafen, er ist ihr hinterhergefahren, wo sie da in, was war das, Jacksonville oder Angelport oder wie das Ding hieß, wo sie da war, in diesem Buchladen, er ist immer hinterher. Und dann sagt er ihr zu dem Thema, dass er immer hinterher ist, dass er, ich fühle mich halt sehr beschützend ihr gegenüber, Mädel, lauf, lauf, lauf. Und ich weiß es nicht. Entweder waren wir damals mit Blindheit geschlagen oder ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß weiterhin, warum ich Twilight liebe, aber die Filme sind nicht so gut wie das Dings. Ich habe ja
Teil 2 habe ich noch durchgeguckt, also nicht gestern, aber überhaupt. Teil 3 habe ich schon nicht mehr gesehen und Teil 4 hat mich überhaupt nicht interessiert. Und das, obwohl ich Twilight so, so sehr liebe. Ja. Und auch weiterhin, wenn ich die Bücher aufschlage, es einen gewissen Sog für mich hat. Aber es ist halt Familie. Also es ist dieser große Familienaspekt der Cullens, der mich am Lesen hält. Am Lesen. Ja, am Lesen, aber nicht am Sehen. Ja, jedenfalls hatte es gestern Spaß gemacht, ja, sich das anzugucken und einfach zu merken, man ist dem Film vollständig entwachsen oder man hat jetzt eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wir haben uns auch euch gefragt, ob wir damals irgendwie in einer komischen seelischen Verfassung waren. Also ich habe den Film wirklich damals gerne gesehen. Ich fand Twilight ja auch ganz großartig. Ich habe die Bücher ja mit Sina durchgesuchtet. Aber gestern habe ich auch gedacht, mein Gott, wo waren wir geistig, dass wir gar nicht gemerkt haben, was für ein Stalker das war. Der hätte sofort eigentlich Charlie, hätte ihn sofort irgendwie inhaftieren müssen. Der, keine Ma Ahnung. Hat nur gesagt, wo bleibt die gerichtliche Verfügung? Ja, wo bleibt die? Naja, also gut. Das ist jedenfalls, und ja, es war interessant. Es war wirklich interessant, das jetzt mit anderen Augen zu sehen und endlich mal zu kapieren, die ganzen Kritiker. Ja, was hatten die denn damals immer? Vorher habe ich die nur verteidigt. Das ist doch toll, wenn man einen Freund hat, der auf einen aufpasst. Und jetzt sagt man, oh Gott, what a creep. Ja. Das ist echt. Und ich weiß, dass ich damals auch ganz begeistert war, tatsächlich von der schauspielerischen Leistung von Kristen Stewart. Und jetzt heutzutage sage ich, Vor allen Dingen, ich fand ja, das auch. Okay. Sie haben sie ja so komisch geschminkt, die sah ja die ganze Zeit irgendwie sehr leidend aus. Also die sah blasser aus, die sah kranker aus als die Vampire. Ja, also die. Im Grunde genommen war sie teilweise echt bleicher wie Edward. Edward hatte teilweise mehr rötliche Wangen als sie. Ja, und vor allen Dingen hat er geglitzert, wie verrückt. Auch ganz furchtbar. aber es war wirklich eine große Fansache. Und es ist weiterhin für mich etwas, was ganz groß in meinem Herzen Platz hat. Nur die Filme halt nicht, genauso wie bei Harry Potter. Aber ja, aber es hat bei mir tatsächlich immer noch einen Sog. Wo ich jetzt sagen muss, ich bin relativ enttäuscht davon, wie Harry Potter jetzt mittlerweile auf mich wirkt, weil wir sehen ja Grim Life Collective, ihr wisst es, verlinke ich euch auch unten und ich bin, wenn ich das sehe, dass die da durch diesen Park laufen, diesen Harry Potter Park, bleibe ich unberührt seelisch und habe nicht das Bedürfnis, dahin zu wollen oder so. Und das finde ich irgendwo, oder das selber auch mal zu sehen, oder ach, wie toll ist Hogwarts oder so, das finde ich ein bisschen schade. Ich find, also gut, wenn ich frage mich wirklich, ob das wirklich Instagram und die Buchgemeinschaft war, die das mehr so richtig zertrümmert hat. Diese Überpräsenz wahrscheinlich auch von Harry Potter damals. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls. Vielleicht habe ich Harry Potter nie so gerne gemocht. Das sind jetzt ja auch schon vielleicht so Fragen. Vielleicht kommt das auch aber wieder. Das ist total doof, weil ich habe sogar eine Harry Potter Fanseite gehabt, die ich gut geführt habe. Ich habe Professor Lupin gespielt in einer Schulaufführung. Ich war schon sehr gepottert. Also deswegen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum auf einmal mein Herz sagt, interessiert mich nicht. Und das finde ich auch ein bisschen schockierend, dass da wirklich so überhaupt gar keine wir hatten ja auch Vibration mehr ist. Aber das ist auch teilweise so, wenn man alte beste Freunde trifft und dann mit plötzlich... Mit dem man gar nichts mehr gemeinsam hat, aber das kennt ihr ja wahrscheinlich. Aber da sehe ich ja immer noch eine Weiterentwicklung oder dass man sich auseinanderentwickelt hat. Harry Potter hat sich ja nicht mehr entwickelt. Naja, ein bisschen, aber das habe ich nicht mehr gesehen. Also es ist noch immer die Nostalgie, aber ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Wie dem auch sei, es war jedenfalls früher eine schöne Zeit, wo wir Potter-mäßig unterwegs waren. Ich mochte das total gerne, ist ja auch meine Welt, Zauberer, Hexen und so weiter. Aber ganz ehrlich, mein Herz schlägt da doch wesentlich stärker für Disney. Ja. So, aber das war's dann eigentlich auch jetzt von uns. Wir haben euch jetzt alles gezeigt, was wir rangerafft haben im Grunde genommen. Und was wir aus den Tauschregalen geholt haben, danke, das bekommt ihr in einem anderen Video. Danke übrigens an alle, die an meinen Geburtstag, obwohl ich es ja nicht verkündet habe, gedacht haben. Ja. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein paar von euch sich das gemerkt haben. Danke, danke, danke. Und für alle, die es nicht
sich gemerkt haben. Es ist wirklich nicht schlimm, dass ihr euch nicht gemerkt habt. Weil ich hänge meinen Geburtstag tatsächlich wirklich überhaupt nicht an eine große Glocke oder mache da irgendwas Besonderes. Aber vielen Dank, dass ihr immer so sehr aufmerksam seid für eure vielen lieben Kommentare und Privatnachrichten. Vielen, vielen Dank in diesem Moment nochmal dafür. So, und jetzt sind wir weg. Bis dann.